Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist, wie ihr oben rechts immer sehen könnt, der 9. Januar, es ist 12:30 und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das jetzt für eine lange Zeit mein letztes Video oder mein letzter Mitschnitt von Elite Dangerous. Warum und wieso ist vielleicht aus den vorhergehenden Mitschnitten klar geworden. Ja, das Spiel schafft es nicht so wirklich bei mir, Langzeitmotivation zu wecken. Ich habe inzwischen so, ich glaube, an die 20, nee, das reicht nicht, 30 Stunden hier verbracht und so wie ich spiele, wie ich hier spiele, das ist möglicherweise finanziell jetzt hier, also in-game-mäßig finanziell lukrativ, aber sehr ermüdend. Während ich jetzt in Path of Exile zum Beispiel gesehen habe, dass das Farmen, ja, also dieses Grinden in Spielen, dass das auch Spaß machen kann, dass das zwar irgendwo monoton ist, aber gleichzeitig auch wieder so, ne, das Quäntchen Anreiz hat, was man braucht, eben weiterzumachen, habe ich, oh, Entschuldigung, ich habe gerade Mittag gegessen, habe ich das in diesem Titel hier leider gar nicht. Also, tja, ich habe jetzt aber bei woanders gesehen, dass hier die, dass es wohl über den Jahreswechsel hinweg so Probleme gab. Ja, und dass es da Schwierigkeiten wohl mit der Datenbank gab. Ich habe mich eben eingeloggt, ich hatte 8 Millionen Credits auf dem Konto und ich glaube, ich habe damit auch aufgehört. Und ja, ich glaube, hier ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwo behindern könnte. Das Schiff, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich im letzten Video alles erzählt habe, was ich nicht erzähle. Ich glaube, ich habe da schon erzählt, dass ich so ein super tolles neues Schiff habe mit den ganzen Sachen und dass ich jetzt auf die nächsthöhere Version spare, die so etwa 21, 22 Millionen Credits kosten wird und ja, da müsste ich habe es mal durchgerechnet, ich müsste da so ungefähr 15 bis 20 Stunden investieren, etwa. Ich spiele jetzt nicht so wirklich immer auf Effizienz, aber mit der aktuellen Handelsroute, die ich habe. Und wenn ich jetzt die Zeit damit verbringe, bessere Handelsrouten zu suchen oder mich in einem Clan oder dergleichen anzuschließen, der wahrscheinlich viel bessere Informationen über die ganzen Routen hier hat, das würde ich jetzt nicht so gerne machen. Deswegen, ich bleibe bei meiner Route, die ganz gut ist. Ja, die ist nicht perfekt, bleibe nicht. Also wenn ich sehe, dass einige da so richtig Schotter machen, durch solche Sachen wie Gold und so, dann bin ich der Meinung, dass ich da jetzt nicht gerade arm bin, aber dass ich nicht gerade die beste Route habe. Aber, warte mal, das ist neu, Seeking Luxuries? Was ist... Ja, vielleicht haben sich hier ein paar Sachen geändert, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich muss jetzt erstmal hier die Station finden, bei der ich andocken wollte. Ich nehme mal wieder das Lichtenberg Terminal, wie sonst auch die ganze Zeit. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde einfach mal eine längere Zeit Pause machen mit Elite. Der Macher hat ja gesagt, er will das hier weiterentwickeln. Sie wollen das Universum weiterentwickeln. Und ja, ich nehme an, die werden jetzt nicht irgendwie die Datenbank nochmal auf den Kopf hauen oder irgendwelche Sachen löschen. Ja, ich bleibe im Spiel einfach erhalten und werde dann zuschauen. Es hat ja keine monatlichen Kosten. Ich meine, verglichen mit... Jetzt geht das schon wieder los. Verglichen mit EVE Online, wo man ja Monat für Monat was berappen muss, ist das hier natürlich einfach... Man kann es einfach liegen lassen und dann sieht man es weiter. Ich habe auch keine Ahnung, wie das im Moment mit der Serverpopulation aussieht. Ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, aber... Nach meinem Gefühl her dürfte die schon zurückgegangen sein. Also die Leute reden auch weniger über das Spiel, also die Leute, die ich so kenne. Und ansonsten gibt es zu sagen, ich muss sagen, dass immer wieder Leute mir gesagt haben, dass die das alte Elite hier so, dass es sie daran erinnert, das finde ich toll. Also das finde ich erstaunlich, weil das alte Elite, also das müsste dann ja so um die Ende der 80er oder Anfang der 90er gewesen sein, der man das gespielt hat, also den ersten Teil. Und also ich kenne keinen, der damals angefangen hat. Also das ist wohl schon, also die sind dann wohl schon Kaliber älter. Ja, na, so, ich dock jetzt gleich dort wieder an. Ansonsten habe ich nicht so viel zu erzählen, habe den Jahreswechsel gut überstanden. Bin erkältet, Entschuldigung dafür, bin irgendwie häufig erkältet. Und ich mache jetzt diese letzte eine Handelsroute und ja, dann schaue ich mir nochmal an, was es da so zu kaufen gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob das für mich ein Fehlkauf war.
Es waren allerdings schon 50 Euro oder so. Also das normalerweise, wenn ich so für ein Spiel dafür hinlege, dann habe ich da 100 Stunden Spielspaß drin. Also wenn ich dann Skyrim denke, Dragon Age, die Reihe, Mass Effect, habe ich für die Mass Effect Reihe, ja, da habe ich insgesamt 40 Euro für bezahlt, für das gesamte Bundle. Und ich hatte über, ich bette so an die 150 Stunden. Ja, also wenn man so gewohnt ist, solchen so lange zu spielen, dann ist das natürlich blöd, wenn man jetzt auf sowas trifft. Aber naja, ich habe jetzt deswegen auch schon wieder Lust bekommen. Moment, Landing Gear. So, ich habe jetzt auch schon wieder Lust bekommen, hier mit der X-Reihe anzufangen, und ich freue mich auch ein bisschen mehr auf Star Citizen. Und ja, also was mich hier nur fasziniert an Elite Dangerous ist, dass so viele Leute sagen, dass es genau ihr Ding ist mit dem Handelssystem und alles. Ich weiß nicht. Also entweder mache ich es falsch oder die Leute haben andere Vorstellungen davon. Ich finde es ziemlich, naja, ich muss sagen, in der X-Reihe fand ich es wirklich am besten. Je besser man die Sektoren dort kannte, desto besser wusste man, wo man welche Sachen hinbringt. Und hier ist das alles so, ja, so willkürlich viel und, naja, weiß ich auch nicht, muss ich mal gucken. Also ich schaue gerade, welche Schiffe hier in den letzten Stunden durchgeflogen sind. Ich fliege gerade, glaube ich, einen Typ 6, ja, Typ 6 Transporter, genau. Und das ist auch der am häufigsten Moment verwendet wird. Der Sidewinder, das ist ja das Startschiff gewesen. Danach kam der Hauler für die Händlerklassen jetzt. Und der Typ 7, das ist das, worauf ich jetzt hingespart habe, aber das jetzt erstmal unterbrechen werde. Und was jetzt der Imperial Clipper ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber irgendwo muss ja nochmal dieses Riesenschiff sein, das dann jetzt irgendwie so 70 Millionen Credits oder sowas kostet. Also das werden sicherlich auch schon einige fliegen. Naja. So, ich habe jetzt vorhin hier wieder mein Palladium gekauft, also die ganze alte Route. Ich nehme an, wenn ich hier gute Videos von Elite machen will, dann sollte ich vielleicht mal zusehen, dass ich auch mal was anderes mache. Aber ihr seht, ich habe hier einen Profit von 1300 Credits pro Tonne. Das ist viel. Ich meine, das ist jetzt nicht super viel, aber das ist vollkommen ausreichend. Ich meine, wenn man das ein paar Stunden macht, dann ist das absolut ausreichend, ne? So, und was habe ich immer auf dem Rückweg eingekauft? Irgendwie war das... Hat sich hier was verändert? Agri-Medizin? Ist das neu? Haben die hier was Neues reingebracht? Weiß ich gar nicht. Naja, so, was habe ich denn hier immer auf dem Rückweg gekauft? Das war doch meine alte Route. Waren das die Resonating Separators? Genau, die waren das, ja. Ich nehme an, die sind auch immer noch am profitabelsten. Ja, also je teurer natürlich eine Ware ist, desto höher ist auch meistens die Gewinnspanne. Jetzt geht's wieder los. Navigation. Scroll, scroll, scroll. Also ich schätze mal, man kann echt ein Makro dafür machen für das Spiel hier. Also, weil die ganzen Vorgänge, die man hier macht, die sind immer wieder gleich. Ahau, Rawai. Docken und los. Und ich weiß schon, ich muss wieder nach rechts oben wegfliegen. Ich freue mich auf Star Citizen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe jetzt gelesen, dass die Entwickler von Star Citizen, also dass der Entwickler von Star Citizen und der von Elite Dangerous, beide Namen, weiß ich, also Chris Robertson ist der eine, wer jetzt Elite Dangerous da maßgeblich beeinflusst hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der den ersten Teil gemacht hat, jetzt auch für diesen Teil hier verantwortlich war. Beide haben in der Presse immer gesagt, kauft das eine, kauft das andere. Die haben sich gegenseitig unterstützt. Also die denken, sie haben wohl gesagt, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie haben gesagt, der Markt für Weltraumspiele, sie haben das ganz grob gefasst, Weltraumspiele, ist ausreichend, also ist groß genug für beide Spiele. Also die wollen sich da nicht gegenseitig das Wasser abgraben. Also ich persönlich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Entwickler von Battlefield sagen, kauft euch doch Call of Duty, ja, und dann kauft ihr euch vielleicht auch noch unser Spiel. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich nehme an, die wollten damit auch zum Ausdruck bringen, dass die Leute, also dass das eine andere Community ist, eine andere Szene, sage ich mal. Ja, das ist ja teilweise echt krass, was das für Unterschiede gibt in den Spielen.
was das für Leute sind, die das entwickeln oder für Leute sind, die das spielen. Also bei einigen Spielen habe ich wirklich... Warte mal, Mattingly Dock? War das so weit entfernt? Bei einigen Spielen, wollte ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Entwickler gegen die Kunden kämpfen oder gegen die Spieler, ja, weil sie versuchen, sie auf alle möglichen Arten und Weisen so herauszunehmen. Ich hab manchmal echt das Gefühl, dass sie wirtschaftlich jeden Vorteil, den sie irgendwie erreichen könnten durch DLCs oder Season Passes oder was es da jetzt alles gibt, dass sie den noch inzwischen nutzen. Oder dass sie durch ihre Leute da in der Firma dazu gedrängt werden, das zu nutzen. Ich nehme an, der Entwickler hat jetzt erstmal kein Interesse daran, seine Leute zu schröpfen. Aber wenn die Aktionäre Geld sehen wollen... Moment, bin ich hier viel zu schnell? Nee. Also ich hatte das Gefühl bei diesen Weltraumspielen nie. Ich war immer der Meinung, Weltraumspiele ganz allgemein sprechen eine ganz bestimmte Klasse von Leuten an, die sich erstmal für die Zukunft interessieren, ne? Für ein Zukunftsszenario. Und ich glaube, wer sich für ein Zukunftsszenario interessiert, der ist ein anderer Typ, der sich erstmal per se, sagen wir mal, für Kriegsspiele interessiert oder für Strategiespiele. Also ich bin der Meinung, das sind Leute, die haben auch immer so gewisse Vorstellungen, haben gewisse Ideale, sind optimistisch auch. Also ich glaube, dass solche Leute auch andere Kunden sind als eben der Standard, würde ich sagen. Deswegen habe ich das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl, dass die Weltraumspielszene, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann, dass sie ein bisschen anders ist als der Rest. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das Forum der X-Reihe, der normale Eve-Spieler an sich, ja, der ist jetzt ja nicht so der Weltraummensch, aber eine gewisse Affinität haben sie ja trotzdem. Und ganz besonders jetzt hier bei Star Citizen ist das ausgeprägt, wobei das jetzt auch sehr verfärbt ist durch das Marketing und bei Elite Dangerous auch. Und wenn ich jetzt noch weitere Spiele mir vorstelle, also das hat mich auch mal fasziniert und das ist auch irgendwo so ein Wir-Gefühl, wenn man mit solchen Leuten was macht, also so eine Art Verbundenheit. Das gibt's in anderen Spielen leider nicht, also das, so kommt es mir manchmal vor. Insbesondere jetzt in gewissen Mainstream-Titeln oder Free-to-Play-Titeln habe ich so ein großes Ganzes, so eine Verbundenheit selten kennengelernt. Ich lehne mich jetzt vielleicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich würde gerne glauben, dass diese Weltraumspiele, dass die gewisse Leute anziehen und dass diese Leute dann auch gerne zusammen sind. Würde ich gerne glauben. Auf solche Gedanken kommt man hier im Spiel. So, bei dieser Station, ich habe mich immer bei dieser Station geärgert, dass ich nicht ganz wusste, wo ich hier andocken soll, weil man sieht ja jetzt nicht so auf den ersten Blick, wo man hier hin kann. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass das Ding solche Pfeile hat. Seht ihr das unten? Solche, unten links, da diese Pfeile. Die deuten darauf hin, dass ich auf die andere Seite muss, und zwar hier rechts. Ja, ich glaube, dann kommt man am schnellsten hin. Ich weiß nicht, ob das schon immer drin war, aber ich glaube, ganz am Anfang, in der ersten Version des Spiels, da waren diese Pfeile nicht drin. Da habe ich diese Stationsart gehasst, weil ich nie wusste, wo ich hinfliegen soll. Da bin ich teilweise 4 Minuten rumherum gekreist, wie so ein Blöder. Und, habe dann versucht, den Eingang zu finden. So. Da ist er, ne? Genau wie erwartet. Ja, bisschen vom Gas gehen. Scheiße. Oh. alles gut. Hab mich nur ein bisschen verschätzt. So. Ich frage mich, wie das ist, wenn man ein wirklich realistisches Weltraumspiel macht. So wie hieß das nochmal? Mercenary... Ivocron, oh Gott, wie hieß das? Ich weiß nicht, also wer sich für Elite interessiert, der hat sicherlich auch was von diesem Spiel gehört. Oder wenn nicht, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das heißt Mercenary... Irgendwas mit Söldner war das. Mercenary, Ivo, Iso, ich weiß nicht genau. Wo ist denn eigentlich meine Station? Da muss ich vielleicht mal besser hingucken. Das war ein tolles Spiel, was Realismus angeht. Und die GameStar hat darüber einen kleinen Artikel verfasst, da bin ich drauf aufmerksam geworden. Und das soll so hardcore gewesen, weil ein Mann das entwickelt hat, ja, über Jahre hinweg, ganz alleine, wirklich
kaum Unterstützung, nur hier und da ein Grafiker oder Stimmensynchronisatoren. Und dieses Spiel hat auch eine eingefleischte Fangemeinde, wie das mit solchen Spielen ist. Und das habe ich mir auch angeguckt, das war mir einfach zu hart. Also ich werde es noch mal in die Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr es euch angucken. Ich glaube, so teuer ist das nicht und ist ein bisschen ähnlich wie Elite. Also man hat ein riesiges Universum-Sandbox-Konzept, also man kann machen, was man will. Es ist allerdings jetzt nicht so ein großes Multiplayer-Dingens dabei, sondern einfach nur, ja, komm klar, ne? Also wer sich hier für Elite grundsätzlich interessiert und vielleicht mal was anderes ausprobieren will, den kann ich das, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, aber würde ich in Erwägung ziehen. So, jetzt verkaufen wir diesen Krempel wieder für 1200 noch was pro Stück und das war's. Jetzt habe ich mit meiner ganzen Route insgesamt ca. 350.000 Credits Gewinn gemacht. So, ich zücke mal in den Taschenrechner, wenn ich jetzt auf... der läuft mit Solarenergie, muss ich die Lampe anmachen. 22 Millionen will ich haben. So, und ich habe jetzt schon 8,25 Millionen... Ja, das heißt, ich brauche noch 13,75 und wenn ich pro Route etwa, ja, wie viel waren das jetzt, etwa 320.000 Credits Gewinn mache, dann muss ich 42,96 Mal fliegen. Dann muss ich 43 Mal hin und zurück fliegen. Wenn ich jetzt pro Flug, was war das letztes Mal, 12 Minuten brauche, dann sind das 515 Minuten hin und so. Das sind 9 Stunden. So, in einem Spiel, wo man so für was Besseres da 9 Stunden braucht, das ist nix, ne? Also wenn man so drüber nachdenkt, für einen guten Gegenstand oder sowas für 9 Stunden zu spielen. Aber hier, es ist so, es ist wirklich nur hin und her. Und das Problem ist, ich kann leider nichts nebenher machen. Ich muss das mit dem Joystick fliegen. Ich habe es mit der Maus und Tastatur versucht. Ich muss den Joystick benutzen. Und wenn du den Joystick benutzt, dann kannst du nebenher auch nicht einfach so viel chatten oder was anderes machen, ja. Also das in der X-Reihe, da war das so, da habe ich nur mit der Tastatur geflogen. Ich habe klack, 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 klack gemacht und da hat er sich automatisch auf das nächste Tor ausgerichtet. Sensorantrieb an, durchgeflogen und zum nächsten. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber es ging fast automatisch. Fand ich super. Konnte ich was nebenher machen. Hier, ja, naja, ich will es jetzt nicht schlecht reden. Wie gesagt, für längere Zeit höchstwahrscheinlich das letzte Video von Elite Dangerous. Und wenn einer von euch meint, dass das Spiel sich jetzt ein bisschen verändert hat und ich nochmal reinschauen soll, bitte eine Nachricht schreiben über YouTube, nicht die Kommentare nutzen. Da schaue ich nicht so häufig rein. Eine Nachricht schreiben, das wäre toll. Danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen hier, ja, mein Schiff aufdoktern. Ich werde es nochmal einmotten. Ich werde die wichtigen Instrumente schön isolieren. Ja, und nichts, dass hier was anrostet. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich jetzt Elite über die nächste, oder 2015 über entwickelt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis dann und tschüss.